Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Ihr seid hier mit dabei bei meiner Laberecke Nummer 6. Ja, die Laberecke kommt ja gar nicht so schlecht an und ich mag es auch recht gerne, einfach mal so drauf los zu quatschen, was mir so in den Sinn kommt. Habe heute ein paar Themen, mehr oder weniger ein paar Themen. Und zwar wurde mir bei YouTube geschrieben, ich soll mal über Mobbing reden, über Spotify, über so wie es weitergeht und so weiter und so fort. Und darüber labere ich einfach mal jetzt so frei von der Leber weg, komplett unvorbereitet, nur ein bisschen ganz ein paar grobe Gedanken gemacht und das war es auch schon wieder. Zwei Themen kann ich relativ schnell abkürzen und zum ersten Spotify oder Spotify, wie man es auch immer nennen will. Das ist ja dieser Online-Musik-Streaming-Dienst, den es hier seit nicht allzu langer Zeit gibt. Kann ich deshalb abkürzen, weil ich nutze ihn einfach nicht. Ich mache nichts damit, habe ich mir eigentlich noch nicht gar nicht so großartig angeschaut. Also kann dazu gar nicht viel sagen, denn ich verwende eigentlich eine andere Geschichte und zwar, ja, ihr könnt es ja schon ausrechnen, irgendwas, was mit Apple zu tun hat. Ja, ihr wisst es ja, ich bin ja ein Apple-Jünger. Ja, gestern die Keynote, ole ole, Livestream hier auf Google Hangout. Und dort verwende ich iTunes Match. Das ist ja so eine Sache. Ich habe hier auf meinem Mac irgendwas so an die, wie viel sind es denn ungefähr? Ich glaube, 20.000 Lieder. Die waren bis vor kurzem mehr oder weniger legal auf meiner Festplatte. Man, ihr kennt das ja, man bekommt eine CD, leiht sie aus, schiebt sie rein, scannt sie rüber, bekommt vom lieben Nachbarn eine Festplatte, der viele Musik gesammelt hat, die spielt man dann auch rüber in seine Datenbank und im Endeffekt hat man viele Musik, die halt ja nicht so ganz korrekt dort sind, wo sie hin sollen. Ja, aber bis vor kurzem eben, denn iTunes Match gab die Möglichkeit, das hat ja auch relativ lange gedauert in Österreich, in Deutschland gab es das früher, dass ich mit einem Jahresbeitrag meine komplette Musikbibliothek legalisiere und dann sogar in die Cloud streame, beziehungsweise in der Cloud freischalte. Das Ganze funktioniert so, wenn ich eine Musik hier auf meiner Platte habe, iTunes Match aktiviere, dann gleicht iTunes Match meine lokale Datenbank mit der Datenbank von Apple ab, mit der ganzen Musikdatenbank, mit allem Musik, was sie haben. Ist die Musik bei Apple verfügbar in iTunes, wo man sie einfach kaufen könnte, dann bekommt man sie automatisch auf seinen Rechner in der guten Qualität geliefert. Also diese schlechte Datei, die ich vielleicht habe, wird durch die gute ersetzt. Und das Lied gehört dann auch mir. Vorteil ist, ich kann mit allen anderen Geräten, iPhone, iPad, MacBook Pro, auf diese Cloud-Lösung zugreifen, also auf alle Lieder, die in der Cloud liegen, die mir gehören, und kann sie zum Beispiel aufs Handy runterladen und dann dort horchen, oder ich streame sie direkt über das Netz auf mein Handy oder auf mein iPad. Also im Prinzip, ich habe die bei mir lokal drauf, es wird nur registriert, ob sie auch in der Cloud liegen, und wenn ja, dann gehören sie auch mehr oder weniger mir und ich kann sie jederzeit horchen und runterladen. Finde ich eine total tolle Sache, eben weil es alles legal ist. Diese 22.000 Lieder habe ich jetzt legal mit einem Jahresbeitrag von, was sind es, 25 Euro oder 26 Euro, irgend sowas in der Richtung. Also eigentlich, wenn man überlegt, habe ich jetzt für ein Schnäppchen jede Menge Musik bekommen. Ja, ist eine tolle Sache und nutze ich wirklich gerne. Gut, ich habe auf meinem iPhone nicht so viel Musik drauf. Da habe ich einfach so 3-4 Alben, die ich immer wieder höre. Und ja, wenn die mal zu langweilig sind, dann lösche ich sie mal runter und lade mir was anderes. Die Sache läuft ja relativ einfach. Ich muss aber schon sagen, die Anbindung so beim iPhone so richtig astrein läuft sie irgendwie noch nicht, kommt mir halt zumindest vor und ich verstehe es einfach noch nicht, wie es läuft. Denn man kann sich einstellen, dass man die ganze Musik sieht, die man in der Cloud hat, natürlich bei 25.000 Titeln. Ja, da lädt er dann ein Weilchen und da scrollt man sich zum Demlack, um alles zu finden. Beziehungsweise kann es natürlich dann auch schon sortieren mit Filtern und so weiter, aber da muss ich noch ein bisschen mehr spielen. Aber wie gesagt, ich bin einer, der nicht so viel herumswitcht bei der Musik. Ich höre jetzt zum Beispiel schon seit Wochen immer dieses Dubstep Anthems, das eine Album, weil es mir einfach momentan so gut gefällt. Und so viel Musik horche ich ja nicht. Der Weg in die Arbeit bei mir, das sind hier von zu Hause 10 Minuten. Da habe ich einfach die Kopfhörer auf und horche ein bisschen. Und dann bin ich im Büro und da ist eh schon wieder Ruhe. Da muss gearbeitet werden, gehackelt.
Ja, so schaut es bei mir immer aus. Also nicht Spotify oder was, sondern iTunes Match. Ja, zum Thema Mobbing. Mobbing ist auch so eine Sache, da kann ich nicht allzu viel dazu sagen, denn mich trifft es nicht. Ich kenne auch nicht wirklich einen, der wirklich gemobbt wird. Muss aber schon sagen, und mir kommt schon vor, dass das Ganze so ein bisschen so ein, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen eine Modeerscheinung ist, so nach dem Motto, ja, irgendwie komme ich mit irgendwas nicht klar, ich werde gemobbt. Ja. Sicher, es gibt es schon, es gibt sicherlich arge Varianten, es gibt sicher Extreme und es gibt sicher auch berechtigte Sachen, aber ich muss sagen, es fällt für mich so in die Kategorie Burnout. Ich meine, was heutzutage nicht alles als Burnout deklariert wird und wer nicht alles arm ist und so, bin mir nicht so richtig sicher, ob wirklich alles das so ist, wie es sein soll. Also, sei mal dahingestellt. Was mir schon so ein Ding ist, das, vor allem habe ich das von ein paar Kindergartenpädagogen, was ich so mitbekomme, meine Frau ist ja auch eine, deshalb bin ich da im Kreis ein bisschen integriert, sage ich mal. Also ich kenne ein paar Leute und man hört immer so, wenn sie reden und so. Was zum Beispiel heutzutage fast ganz verloren gegangen ist, ist das normale, ja, dass die Kinder auch mal raufen dürfen. Raufen, kennt ihr das? Rankeln nennt man es bei uns auch. Ringen oder wie man es auf Hochdeutsch sagen will. Und das muss ich schon sagen. Jetzt denke ich mal zurück, jetzt wäre ich dann 40, wenn ich in die Schule gegangen bin, wenn ich mich mit jemandem da überhaupt nicht verstanden habe. Ja, da sind ein paar 5 Minuten die Fetzen geflogen. Ja, da sind wir übereinander hergefallen, haben uns ein bisschen verprügelt, ein bisschen im Schwitzkasten genommen. Ja, noch haben wir die Sache erledigt und die ganze Geschichte war ja, abgeschlossen. Das gibt es heutzutage nicht mehr. Die Kinder, aber auch Jugendliche haben nicht mehr die Chance, sich auch mal mit ihren Kräften zu messen. Und das gehört einfach dazu, noch meiner Meinung. In der Natur ist es überall so. Jedes Tier kämpft mit seinem Artgenossen einfach zum Schauen, wer der Stärkere ist. Das gehört einfach dazu zur Sache der Natur. Und diese Möglichkeit haben sie heutzutage nicht mehr. Was ist in der Schule? Wenn ein bisschen raufen anfangen, kommt gleich der Lehrer, ihr dürft ja nicht Abstand halten. Ein bisschen laufen darf man sowieso nicht mehr in der Pause. Und am Pausenhof muss man sowieso irgendwie so, ihr steht da links in der Ecke, ihr steht rechts in der Ecke und ja, keiner bewegt sich, denn das ist schon wieder viel zu gefährlich. Ja, also wo kommen wir da hin mit dieser Gesellschaft? Das finde ich schon ein bisschen extrem. Also ich denke schon, also ich eben von dieser Kindergartenpädagogenrunde, da hat es schon einige gegeben, die gesagt haben, sie machen in ihrer Gruppe, wie nennen wir es denn jetzt, jo, so eine Art Raufveranstaltung. Da war es einfach so, dass die Kinder wirklich raufen durften. Es gab sicher Regeln, man darf nicht boxen und nicht im Gesicht und ja, gewisse Regeln einfach, dass man sagt, dass nichts passieren kann, nichts Großartiges passieren kann immer was und dass das Ganze einfach schon Regeln hat und das ist ja auch das Wichtige. Solche Sachen müssen einfach Regeln haben und wenn Regeln da sind, dann kann man auch so Dinge veranstalten und das Feedback war ausgesprochen positiv, weil die Kinder wirklich sich immer ein bisschen austoben durften, weil sie sich ein bisschen messen durften. Und dann entsprechend natürlich K.O. waren, fertig waren und sich ausgepowert haben. Ja, gibt es ja heute nicht mehr. Kannst du nirgends mehr machen, sowas. Das Einzige, was du auch ausbauen kannst, ist beim Sport vielleicht. Wenn du ein sportlicher Typ bist und ja, fertig, das war's schon. Also dieses Kräftemessen, was eigentlich irgendwie zur Natur gehört, wird irgendwie total unterdrückt und nein, darf man nicht und nein, da, puh und nö und ja, dabei passiert es doch tagtäglich bei jedem Sport, bei jedem, ja, vielleicht sogar auch in der Firma, da wird es halt nicht mit Fäusten und Körper ausgetragen, sondern halt auf andere Weise und vielleicht auch mit Mobbing, ja, dass man einfach beweisen muss, dass man besser ist und den anderen da entsprechend eine reinwirkt. Ja, vielleicht wäre es mal wieder gut, wenn man sagt, hey, komm, wenn euch nicht passt, hier geht da raus, nicht gerade duellieren, aber hier habt ihr einen Boxring und da gebt ihr euch mal die Kante und wer gewonnen hat, der hat halt einfach recht. Ja, ich weiß nicht so recht, wie ihr dazu steht. Was soll's. Schauen wir mal. Ja, eigentlich die letzte und für mich wichtige Frage betrifft jetzt mich und meinen Kanal, unter Anführungszeichen. Und zwar will ich mal von euch wissen, welche Art der Commentaries euch mehr gefallen oder was ihr euch mehr wünschen würdet. Bei den Commentaries habe ich ja zwei große Arten. Die nachkommentierten Videos, das heißt, ich spiele das Game irgendwann einmal, schnapp mir ein Video
und labere dann dazu. Und da ist auch die Frage, da labere ich entweder zu diesem Gameplay, was ihr seht, oder ich labere über ein komplett anderes Thema oder auf ein anderes Thema, was vielleicht das Spiel angeht, aber nichts mit dem Gameplay zu tun hat, was ihr hier dann am Bildschirm habt. Und das ist auch die Frage, was ist euch oder was kommt bei euch besser an? Ist es für euch wichtiger, dass ihr das erklärt bekommt, was ihr am Bildschirm seht? Warum laufe ich da um die Ecke? Wieso nehme ich die Waffe? Und. Oder ist euch das egal und ihr wollt einfach irgendeine andere Informationen haben, dass ich rede über, ich weiß es gerade nicht was, aber spielbezogen oder nicht spielbezogen? Und wenn spielbezogen, auf das, was ihr seht, oder ist es egal? Also schreibt mir das bitte mal rein, immer diese nachkommentierten Sachen. Die andere Sache sind die Live-Commentaries, das heißt, ich nenne es einfach Live-Commentaries, weil wenn ich es aufnehme, ist es einfach live. Das heißt, ich spiele und rede dann direkt dazu. Was haltet ihr davon? Der Vorteil ist sicher, dass ihr meine Emotionen mitbekommt oder auch wenn es mich mal schreckt oder was auch immer. Kann natürlich dann auch mal passieren, dass ich weniger rede, gerade bei Forza zum Beispiel, da fällt es mir wirklich schwer, weil ich mich so konzentrieren muss, die teilweise recht bösen Wünsche von euch zu erfüllen. Und wenn ich dann hier mit diesen, was war das letzte Mal, mit der Corvette C6R XY, keine Ahnung, die 8 Millionen PS hat und ich das Fahrzeug kaum unter Kontrolle habe, dann muss ich mich einfach konzentrieren und da kann ich einfach nicht so viel reden. Ja, da kann ich nicht labern, weil da schaltet das Hirn dann einfach aus. Also, da ist auch die Frage, gefällt euch das Live-Commentary besser, nachkommentieren oder live? Wenn ich nachkommentiere zum Thema, zum Gameplay oder was Wildfremdes, schreibt es mir einfach. Schreibt es mir einfach mal rein. Und wenn ihr auch Themen für die Laberecke habt, so wie ich jetzt eben diese Themen bekommen habe, ja, auch dazu bitte einfach hier bei den Kommentaren rein, denn die E-Mails hebe ich mir dann auf und ich arbeite sie dann langsam, so wie es halt zeitmäßig ist, einfach ab. Ja, Zeit ist so eine Sache und ich habe schon mal erwähnt, da sind natürlich die Live-Commentaries für mich einfacher, denn die kann ich am Abend machen. Ich nehme sie auf, rede dazu und brauche es nachher nur mal zusammenkopieren und jetzt nicht irgendwie liegen lassen, zusammenschneiden und nachkommentieren. Das braucht halt länger. Ja. Aber da richte ich mich ehrlich gesagt wirklich nach euch, was für euch besser ankommt, wie es euch besser gefällt. Jetzt bei Dishonored zum Beispiel, was leider, muss ich sagen, noch immer zu wenig Zuschauer hat, obwohl es so ein ganz geniales Game ist. Da ist ja fast alles live kommentiert. Es gibt ein paar Teile, wo ich einfach zu doof war, hier den Aufnahmeknopf zu drücken. Da habt ihr dann vielleicht einen richtigen Vergleich, was besser ist oder nicht. Ja, schreibt es mir einfach rein. Mich interessiert einfach, wie es bei euch ankommt. Denn wenn ich es mache, natürlich ist mir die einfache Variante lieber. Aber natürlich soll die Qualität entsprechend passen. Und ja, das könnt mir nur ihr sagen, das könnt mir nur das Feedback geben. Ich habe hier einen YouTube-Kollegen, der schreibt es mir immer recht direkt. Habe ich heute wieder eine Nachricht bekommen, so im ersten Moment, ich sage es mir, ja, der Tom Thompson hat es mir geschrieben. Im ersten Moment war ich ein bisschen sauer, ich habe mir gedacht, hey, was willst du mich mal hier maßregeln oder was willst du hier von mir? Aber, ihr kennt mich, konstruktive Kritik ist super. Auch wenn ich mich kurz mal ein bisschen so, was will er jetzt eigentlich? Dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und so, eigentlich, ja, hat er doch irgendwo recht, ja. Und deshalb jetzt eben diese Laberecke dazu, weil ich es mal von euch auch wissen will, denn natürlich, Toms Eindruck ist sein Eindruck, er empfindet es so, aber wie empfindet ihr das? Was ist für euch besser, was gefällt euch mehr, über was soll ich labern, über Gott und die Welt oder über das, was ihr seht und. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ich hoffe zumindest, wenn nicht, schreibt es auch rein, dann muss ich nochmal besser erklären vielleicht. Ja, das war es jetzt schon mal, jetzt muss ich hier mal aufs Mikro schauen, ja, 14 Minuten habe ich jetzt schon zusammen gelabert. Das geht immer recht schnell, also mit dem Reden vergeht die Zeit recht flott. Wie ist eigentlich mit der Videolänge? Dishonored läuft ja immer relativ lang, ist ja fast immer eine halbe Stunde. Ich meine, es geht oft recht flott, während man spielt und konzentriert ist natürlich, da vergeht die Zeit ja im Flug. Also schreibt mir einfach mal, ob es zu lang ist, so eine halbe Stunde, ob ich es vielleicht kürzer machen soll, ob ich es kürzer zusammenschneiden sollte. Ja, schreibt es mir einfach. So, ja, jetzt habt ihr genug Aufgaben, die ihr für mich mal tun könnt. Und ja, wir sehen uns wieder hier auf meinem Kanal. Schenkt mir wieder mal ein paar Daumen hoch, verteilt die Videos in der weiten, weiten Welt. Macht mich publik, macht mich berühmt.
Und schauen wir mal, was hier so weitergeht. So, das war's hier von meiner Laberecke Nummer 6. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.